begrüße euch zur Gründung unseres JN-Verbandes Nord. Es freut mich, hier zu sein, weil es der erste Verband ist, den wir gründen mit unserem neuen Namen, Junge Nationalisten. Das ist jetzt offiziell alles in trockenen Tüchern und durch. Das heißt, da schon zumal herzlichen Glückwunsch an uns alle. Das heißt, wir können gestärkt und mit klarem Namen und klarer Zielsetzung nach vorne gehen. Weg und Grundzüge unseres Nordverbandes. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir haben eben hier noch mal ein bisschen gesprochen, was wir uns davon vorstellen. Ziel ist es, in einer langen, fast zweitägigen Diskussion mit Sebastian gewesen, hier im Norden eure Struktur nachhaltig nach vorne zu bringen. Aus diesem Stützpunkt arbeiten, das sehr, sehr regional beschränkt ist ja immer, die Möglichkeit zu geben, halt im ganzen Norden, also Niedersachsen, Bremen und Hamburg zu wirken. Natürlich auch darüber hinaus, aber das soll der Kern sein. Euch die Möglichkeiten zu geben, mit den Vorteilen eines Landesverbandes zu arbeiten. Das bedeutet natürlich auch Verantwortung und das bedeutet ein bisschen mehr Arbeit, dafür aber auch mehr Möglichkeiten. Ich denke, ihr habt eine gute Gemeinschaft hier und ihr habt die Möglichkeit, daraus was zu machen. Eine Gemeinschaft bedeutet im Kern gemeinsam schaffen. Das schafft gemeinsam, schafft Gemeinschaft. Hört sich erstmal einfach an, aber ist so. Man lernt sich kennen, wenn man gemeinsam arbeitet. Dann weiß man, wie der eine tickt und wie der andere tickt. Ihr kennt es von den Märschen. Wenn der eine nach 20 Kilometern mit seinen Wehwehchen kommt und die Schuhe, die drücken und das Hemd ist zu eng, während der andere einfach schluckt und den zweiten Rucksack nimmt und den weiterträgt. Das werdet ihr kennen. Und auch so gilt es hier, diese Gemeinschaft weiter zu formen und diese Gemeinschaft weiter nach vorne zu bringen und auch zu erweitern. Von diesem kleinen Kern zu einem großen Ganzen. Die Frage ist auch immer, was ist die Gemeinschaft? Ist es nur der kleine Kern, der hier zusammensitzt? Oder sind es auch die, die noch nicht hier sind? Ich sehe jetzt die fragenden Blicke. Ich weiß, ihr seid ein Verband, der sehr weiß ist, wenn es um die Oberbekleidung geht. Auch dazu eine kleine Anekdote. Ich denke, das schafft nach innen eine Stärke. Das schafft nach innen Verbundenheit. Das ist wichtig. Ihr müsst aber auch wissen, es grenzt andere aus. Das heißt, wenn es darum geht, neue Leute zu gewinnen, muss man vielleicht da auch mal zurückstecken. Aber eines will ich euch mit auf den Weg geben. Nicht das Hemd macht den Mann, der Mann macht den Mann. Das sollte euch immer bewusst sein. Also von daher, seht es auch als Auszeichnung, wenn ihr jemanden in die Gemeinschaft holt und ihm erlaubt, mit euch gemeinsam so aufzutreten, muss er sich bewiesen haben. Seht das als Auszeichnung. Ne? Ein Hemd kann jeder kaufen, aber euer Hemd muss man sich verdienen. Macht euch das bewusst. Als junge Nationalisten sind wir angetreten, um Jugendarbeit wieder nach vorne zu bringen. Wir haben uns bewusst mit einem neuen Namen eine neue Ausrichtung gegeben. Für uns steht der Nationalismus im Kern. Es geht darum, die Probleme, die wir kennen, aber unsere Eltern nicht, die wir fühlen, die wir jeden Tag haben und die Älteren um uns herum nicht sehen wollen, anzugehen. Und so ist die Frage, wo soll es hingehen, wie soll es weitergehen? Ich habe euch was mitgebracht aus unserem neuen Leitstern. Der ist druckfertig am Dienstag bei uns eingegangen und kommt die nächsten Tage bei euch zu Hause an. Und da möchte ich euch kurz was draus hervorheben. Es geht dabei um die Jugend um uns herum. Klar vergeuden sie heute noch ihre Zeit und sehen oftmals nicht die dunklen Wolken am Himmel, sowie den Sturm, der sich langsam auftut. Doch wird der Tag kommen, dann wird der Sturm für den jeden so gewaltig zu spüren sein, dass er sich gezwungen fühlt, sich für eine Seite zu entscheiden. Entweder er leistet dann endlich Widerstand und findet zu seinen Instinkten zurück, oder er wird untergehen und niemand wird sich an ihn erinnern können. Die Not wird aus diesen konsumorientierten Untoten einst wieder Menschen machen. Und diese Not wird kommen. Bereits heute planen die Finanzeliten die Enteignung aller Sparer, Rentner in Europa.
Sie stehlen der europäischen Jugend die Zukunft. Die Arbeitslosigkeit wächst in vielen europäischen Staaten rapide an. In einigen südeuropäischen Ländern liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei 40-60%. In diesen Ländern begehrt die Jugend bereits auf. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dies auch in der Bundesrepublik der Fall sein wird. Doch um dann eine geballte Macht zu sein, die auf diese Tage vorbereitet ist, bedarf es eben einer organisierten Jugend. Diese Jugend soll sich formieren und wieder in Kultur und Tradition an Reife gewinnen. Sie soll ihre Erfahrungen machen und erwachsen. Nichts anderes ist dieser Kämpferbund junger Nationalisten. Dieser Bund ist der Hort für jeden deutschen Jugendlichen, wenn ihm unbehaglich ist. Es ist die Gemeinschaft, in der er Halt in schweren Tagen erfährt und zugleich ein Akkumulator, der ihm Kraft spendet. Ich denke, das passt sehr gut zu dem, was ihr heute hier vorhabt, was ihr plant und was auf euch zukommt. Seid euch bewusst, ihr habt jetzt mehr Arbeit und mehr Verantwortung auf den Schultern. Ich denke, das wisst ihr. Die Frage ist immer eine Frage der Pflicht und der Erfüllung. Wir sind eine Kampfgemeinschaft. Und wie ich eben schon sagte, gemeinsam arbeiten schafft Charaktere, aber ist auch immer die Sache, wie man miteinander umgeht. Und als Kampfgemeinschaft erwarte ich es, dass wenn einer einen Auftrag erhält, oder man würde beim Militär sagen, Befehl, dass der ausgeführt wird. Das muss euch auch bewusst sein, wenn ihr jetzt eine Gemeinschaft schafft und einen Vorsitzenden wählt. Wenn der was ansagt, muss umgesetzt werden. Weil es nutzt nichts, wenn man gemeinsam vor der Tür steht und ihr habt ihm das Vertrauen geschenkt und er sagt, wir gehen durch diese Tür. Er geht durch diese Tür und er sollte danach nicht alleine stehen. Das ist wichtig. Und leider ist es heute oftmals so, unter der Jugend, und wir sind alle Kinder dieser Zeit, dass jeder gerne befehlen möchte, aber niemand folgen kann. Und wir führen oft Diskussionen, sicher ihr auch untereinander, wo jeder alles besser weiß. Aber ihr müsst der Führung einfach auch Gehör schenken und vertrauen. Das sind Entscheidungen, die erwarte ich auch von den künftigen Unterführern hier im Land. Das sind keine Entscheidungen, die morgens irgendwie beim Zähneputzen gefällt wurden. Das sind Entscheidungen, wo lange abgewogen wurde, wo lange mit anderen gesprochen wurde, wo lange das Für und Wider abgewogen und dann eine kluge Entscheidung getroffen wurde. Und dann kann nicht irgendwer kommen und sagen, ja, ich sehe alles völlig anders. Auf gut Deutsch, stellt ihr euch mal vor, wir sind eine Armee. Wir sind eine Armee und es gibt einen Abschnitt, der zu halten ist. Der Soldat erhält den Befehl, grabe dort einen Graben, Schützengraben, Ausrichtung, diese Kampfrichtung. So, jeder fängt an zu diskutieren. Aber auch der Unterführer weiß nicht, warum er dort diese Linie halten soll. Der General hat irgendwo einmal gesehen, wie die Gesamtlage ist. Der weiß, dort kommen Panzer, dort brauchen wir eine Front. Aber der Soldat, ne, der muss einfach ausführen, weil sonst kann alles nicht funktionieren. Diese Front wird nicht funktionieren, wenn nicht jeder seinen Dienst an dem Platze macht, an dem er hingestellt wurde. Das ist mir wichtig. Dabei geht es darum, natürlich kann man selber, wenn man fachkundig ist, etwas sehen und sagen, vielleicht wäre dies ein Gedanke, es klüger zu machen. Aber es sollte nicht darum diskutiert werden, es gar nicht zu machen. Von daher, gemeinsam anpacken, gemeinsam nach vorne gehen, JN voran.